Es gibt eine Art von Videos, die ich persönlich sehr spannend, unterhaltsam, beruhigend finde, wo, glaube ich, viele Leute sagen, nee, das sehe ich nicht so. Ich glaube, Putzvideos sind für mich so, wie ASMR-Videos vielleicht für andere sind. Ich liebe das, so Spring Cleaning oder House Cleaning, was weiß ich. Ich habe vor ein paar Jahren das erste Video davon angeguckt und dachte mir schon da, das könntest du eigentlich auch mal machen. Dann dachte ich, das ist zu weird, das interessiert keine Sau. Aber jetzt habe ich gestern wieder ein Video gesehen und mir gedacht, das ist irgendwie, ich finde das gerade der Content, den ich brauche. Weil das kann jeder nachmachen, das kann jeder nachvollziehen, muss ich eh machen. Und deswegen dachte ich mir, zeige ich euch mal, wie ich meine Wohnung putze. Ja, es ist anscheinend der Content, den ich jetzt mache. Ganz wichtig hierfür ist, dass man sich ein Getränk bereit macht, weil stay hydrated, kids. Und ich habe mir heute sogar zur Feier des Tages einen Snack gemacht, damit ich zu jeder Zeit während dieses Putzmarathons, denn es ist der Frühjahrsputz, der ist ein bisschen außergewöhnlicher als der normale Putz, einfach jederzeit genug Zucker in mir habe, genug Kohlenhydrate, gute Laune. Ich dachte mir, ich fange erstmal mit dem Standardprozedere an. Das heißt, was ich eigentlich immer mache. Dazu muss ich gleich noch was sagen. Ist ein bisschen gelogen. Und danach machen wir noch so ein paar extra Sachen, die jetzt eben, die man so alle paar Monate vielleicht macht, wenn man sich besonders viel Mühe geben möchte, so wie ich heute. Als allererstes fange ich damit an, aufzuräumen. Das heißt, eine Grundordnung in die Sache zu bringen. Nicht, mein Schatz. Wir müssen erstmal Ordnung machen. Damit dann auch ordentlich geputzt werden kann. Erinnert sich noch jemand an die Zeit, in der ich gebügelt habe? On camera, off camera? Ich auch. Good old times. Exclusive footage of my underpants being put inside the drawers. Oh, this is a bra. Das hat voll geheilt. Ich muss ja zugeben, dass ich normalerweise jemanden habe, der meine Wohnung putzt, eine Reinigungskraft. Und da werden jetzt mal sagen, oh mein Gott, läuft bei dir. Ich muss sagen, das war eine der ersten Sachen, wo ich gesagt habe, dafür möchte ich Geld ausgeben, wenn ich mal ein paar Euro über habe. Ich hatte meine erste Reinigungskraft vor bestimmt, keine Ahnung, 5 Jahren oder so, weil das für mich einfach eine Aufgabe ist, die ich sehr, sehr gerne abgebe. Manche andere geben ihr Geld aus, um am Wochenende feiern zu gehen, andere rauchen, andere haben vielleicht irgendwelche Hobbys oder gehen einmal die Woche mindestens durch einen kleinen Shoppingbummel durch die Stadt und gönnen sich da was. Jeder gibt für unterschiedliche Sachen gerne Geld aus und für mich ist es Essen und eine Reinigungskraft. Das sind die zwei Sachen, dafür gebe ich wirklich, da denke ich gar nicht drüber nach und denke so, oh, das war jetzt aber schon viel Geld oder so. Sondern das ist dann immer so, nee, das ist es mir voll wert. Dank Corona hat es mich jetzt, mich persönlich ganz hart getroffen in diesen schweren Zeiten, denn ich habe jetzt keine Putzkraft und muss jetzt selber meine Wohnung putzen. Ja, aber es sind schwere Zeiten für uns alle. Wir müssen da alle durch. Was ich damit sagen möchte ist, ich bin super privilegiert und alles kann ich noch so weitermachen von zu Hause aus und wirklich mein Herz und mein Mitgefühl und alles geht raus an die Leute, die gerade vielleicht ihren Job verlieren, um ihren Job bangen müssen, nicht wissen, wie sie ihre Miete bezahlen können. Ihr, also das ist wirklich herzzerreißend. Wir haben bestimmt für einige von euch auf Instagram dieses Video von dieser Bäckerei gesehen, wo der Inhaber in Tränen ausbricht und das hat mir wirklich, ich habe mitgeweint natürlich und das ist ja nur stellvertretend für ganz, ganz, ganz viele mittelständische Unternehmen und auch kleinere und größere und es ist wirklich, ganz viele Leute sind davon betroffen und das ist echt total verrückt, dass es jetzt nicht nur ist so, oh, ich kann jetzt nicht das Haus verlassen oder sollte nicht das Haus verlassen, sondern krass, da gehen gerade Existenzen zugrunde, die sich Leute über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut haben. Und vor allem ist es ja auch nicht so, dass wenn wir diesen Virus irgendwie im Griff bekommen haben, dass dann zack, alles wieder wie vorher sein wird, sondern das wird ja noch langfristige Folgen haben und das ist alles
ganz schön verrückt. Nichtsdestotrotz bleibt mir auch nichts anderes übrig, als meinen Alltag weiterzuleben, meinem Job nachzugehen und natürlich zu helfen, wo ich kann oder Awareness zu schaffen oder aufzuklären, wie auch immer. Ich räume jetzt noch weiter auf und dann fangen wir an zu putzen. Grundordnung ist drin, das heißt, es ist Zeit zu putzen. Als erstes wird natürlich Staub gewischt. Wie ein Profi. Da es ja heute nicht so 0815 Putz werden sollte, dachte ich mir, wische ich nicht nur Staub, sondern wische danach auch noch mit einem feuchten Lappen durch. Das sollte man hier und da machen, bei den Regalen und auch an anderen Stellen. Wie zum Beispiel in Schubladen. Das ist jetzt natürlich auch ein super Zeitpunkt, um sich zu überlegen, brauche ich die ganzen Sachen, die im Regal stehen? Was kann ich ausmisten? Möchte ich es vielleicht neu dekorieren? Fragen über Fragen. So, ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, dass ich mich an die Bäder mache und ich keine Lust mehr habe. Ich weiß, dass der Unterschied ist. Ich finde es gut, solche Videos anzugucken, diese selber zu produzieren bzw. selber zu putzen. Nein, I don't like. Ich habe Rückenschmerzen, ich bin genervt und das Schlimmste ist jetzt, ich habe keinen Kalkreiniger mehr. Wie soll ich das Bad ohne Kalkreiniger putzen? Es sind schwere Zeiten. Oh, ich kann nicht mehr. Ich möchte mich jetzt gerne hinlegen und vielleicht so ein Video vom Putzen angucken. Aber ich möchte... Ja, ich mache ja schon weiter. Ganz wichtig, mit dem Lappen nicht zuerst die Toilette und dann den Rest der Wohnung putzen. Toilette kommt zum Schluss. Oder halt extra Lappen, ihr wisst schon. Ja, ich putze jetzt im Sitzen. Lass mich. Das bisschen Haushalt macht dich von allein. Wenn die Reinigungskraft mal nicht kann, hilft mir natürlich sonst mein Partner 50-50 ganz normal im Haushalt mit. Nur hat halt jetzt Glück gehabt, weil ich dieses scheiß Video drehen wollte. Gesagt, nee, ich mach das alleine, ich brauch das fürs Video. Mach ich auch nie wieder, ey. Außer ihr sagt, das ist total der tolle Content, den wollt ihr öfter sehen. Dann überlege ich mir das nochmal. Zeit, um Staub zu saugen. Saugen zu Staub. Ich habe Rückenschmerzen, ich bin kaputt, aber jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt, weil jetzt muss ich nur noch fertig staubsaugen und dann wischen und dann halt noch die extra Sachen machen. Aber quasi, wir nähern uns dem Ende. Heute schon gewischt? Ich noch nicht, deswegen mache ich das hier. Übrigens so ein Teil, wo man direkt das Wasser hat und so wip wip macht, finde ich mega praktisch. Finde ich viel praktischer als so Eimer-Sachen. Aber da hat jeder bestimmt seine Präferenz. Und da wir ja nicht nur einen Basic-Putz machen, sondern einen Frühjahrsputz extra deluxe, habe ich hier noch ein paar Dinge, die man jetzt noch machen kann. Weil ich noch lange nicht genug habe vom Putzen. Ich möchte einfach gern noch mehr machen. Wie wäre es damit, alle Schubladen auszuräumen und einmal feucht durchzuwischen? Das ist übrigens ein guter Moment, um Sachen auszusortieren. Das habe ich aber erst letzte Woche gemacht, deswegen mache ich das jetzt nicht nochmal. Wir alle lieben unsere Pflanzen. Zeigen wir es ihnen, indem wir die Blätter einmal abwischen. Dann können die auch wieder besser die Sonne aufnehmen. Und da sammelt sich manchmal echt ganz schön viel Staub. Ich muss auch meine Pflanzen mal umtopfen. Soll ich ein Video dazu machen?
dachte, vielleicht mache ich auf Instagram einfach ein Video dazu. Oder soll ich nochmal ein YouTube-Video machen? Ich dachte, ich mache ein Video zu meinem Balkon auf YouTube. Angeberfragen. Kann man auch gleich mit denen sprechen. Wie geht's euch? Geht's euch gut hier in diesem Standort? Manche Blätter, die gehen echt gut. Und andere sehen ein bisschen traurig aus. Zu so einem echten Frühjahrsputz gehört natürlich auch der Kühlschrank dazu. Wie wäre es, den mal komplett leer zu räumen, auszumisten, nur die Sachen wieder reinzustellen, die überhaupt erst noch gut sind, die man überhaupt benutzt. Einmal schön feucht durchwischen. Fertig. Die heißgeliebte Waschmaschine. Sie macht immer unsere Wäsche sauber. Aber wer macht eigentlich sie sauber? Sie hat schon mal drüber nachgedacht. Ich habe letztens so ein, da gibt es so ein Reinigungsset, kann man in der Drogerie oder wahrscheinlich auch im Supermarkt kaufen. Und dann macht man das rein und dann macht man einen Waschgang nur mit, dass es sich einfach mal von innen auch reinigen kann. Kleiner Detox für die Waschmaschine. Aber man kann natürlich auch hier mal mit einem Lappen durchgehen und das alles sauber machen. Ne, Clarissa? Was ist denn los? Was ist denn los in der Hose? Bist du raus? Weil die Sonne scheint, ne? Die Sonne scheint, die Mama muss noch fertig putzen. Tolle Idee ist auch mal wieder Kleiderschrank ausmisten. Ich meine, der Frühling steht vor der Tür. Der ist so, hallo, Ebens, Frühling. Deswegen könnte man wahrscheinlich ein paar Pullis vielleicht schon loswerden. Ich bin schon eigentlich im Sommer ein paar Sommerkleider rausholen. Aber ich habe auch jetzt gerade sehr starke Rückenschmerzen. Aber könnt ihr ja machen. Und natürlich, die Krönung eines jeden Frühjahrsputz ist der Fensterputz. Habt ihr gesehen, wie viele Fenster und wie groß die in der Wohnung sind? Ich liebe große Fenster. Ich wollte unbedingt eine Wohnung mit großen Fenstern und ich habe sehr, sehr viele davon. Und ich werde den Teufel tun und die selber putzen. Also Corona kann mir vieles verbieten und auch mich zu vielem zwingen, aber nicht zum Fensterputzen. Mir egal, dann sind die ja dreckig. Ich hab's geschafft. Ich kann's gar nicht glauben. Die Wohnung ist sauber. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch solche Videos befriedigend auf irgendeine komische Art und Weise findet oder gut oder nicht. Oder bitte schreibt nicht, dass ich das nochmal machen soll. Oh, noch ein Tipp. Alle Teppiche draußen auslüften, habe ich jetzt vergessen. Die sind aber schon draußen. Ausschütteln. Vielleicht, wenn die in die Waschmaschine gehen können, einmal durchwaschen. Und der gewichtigste Tipp ist jetzt, sich belohnen. Vielleicht mit einem Eis. Oder mit einem leckeren Essen, mit einem Mittagsschlaf, mit einer Badewanne. Nicht Badewanne putzen, sondern Badewanne ausruhen. Das mache ich jetzt. Tschüss!